Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Da ja die drei vor mir tapfer ignoriert haben, dass zu diesem Gesetzesantrag ein Änderungsantrag gibt und sich dazu gar nicht geäußert haben, werde ich mich mal darauf konzentrieren, weil zu dem Rest habe ich hier letztes Mal schon alles erzählt. Unser Änderungsantrag fordert, per Schulgesetz endlich den Einstieg in die inklusive Schule zu ermöglichen und Kindern mit Behinderungen ein Recht auf den Besuch einer Regelschule zu geben. Wenn dieses Recht verankert wäre, dann hätten die Kinder mit Behinderungen, die von diesem Recht Gebrauch machen würden, auch das Recht auf individuelle Förderung entsprechend ihrer Bedürfnisse. Das haben sie jetzt eben nicht. Und da gibt es Auswüchse, wo ich nur fassungslos den Kopf schütteln kann. Einer sei hier mal exemplarisch benannt. So gibt es an der Heinz-Brandt-Schule in Weißensee eine Schule, die sich unter anderem der Aufgabe stellte und einen Schüler, nennen wir ihn mal Max, mit Down-Syndrom aufnahm, keine Möglichkeit für Max, eine pädagogische Unterrichtshilfe zu bekommen. Denn pädagogische Unterrichtshilfen dürfen nur Schülerinnen und Schüler mit Behinderung in Sonderschulen helfen. Selber schuld, wenn Max nicht an die Sonderschule will. Dann bekommt er eben nur einen Schulhelfer. Den genau braucht Max aber gar nicht, denn er braucht nur Unterstützung beim Lernen. Und der Schulhelfer darf ja keine pädagogische Arbeit leisten. Wer bitte versteht das? Also ich nicht. Alle, die den Film Alphabet gesehen haben und miterleben durften, dass Pablo Pineda als Schüler mit Down-Syndrom in Spanien sein Abitur an einer Regelschule gemacht hat, ein Universitätsstudium absolvierte und nun Lehrer ist, weiß, was möglich ist. Es gab einen noch unter Rot-Rot erarbeiteten Vorschlag für ein Inklusionskonzept, ehe das in Vergessenheit gerät. Und wir haben festgestellt, dass es überarbeitet werden muss. Dazu wurde von Frau Scheres eine Expertenkommission unter Leitung von Frau Volkholz gebildet, die uns nach gründlichen Beratungen im Februar 2013 Empfehlungen gab, die uns die Chance boten, die UN-Behindertenrechtskonvention umsetzen zu können. Der Beirat stellte darin das Recht auf Inklusion und eine dementsprechende Änderung des Schulgesetzes als Empfehlung Nummer 1 an deren Anfang. Wörtlich heißt es hier, ich zitiere, ja, Sie dürfen. Danke. Bitte. Das Recht auf Inklusion, erstens Empfehlung zur Änderung des Schulgesetzes. Die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen ist seit März 2009 innerstaatliches Recht in Deutschland. Dieser rechtliche Rahmen ist auch länderspezifisch zu verankern. Entsprechend muss auch in einem Berliner Konzept für eine inklusive Schule die Umsetzung einer inklusiven Bildung und die Verwirklichung des Rechts für jede Schülerin und jeden Schüler, eine möglichst wohnortnahe allgemeine Regelschule besuchen zu können, im Schulgesetz verankert werden. Zitat Ende. Wenn unser Antrag heute abgelehnt wird, verschieben wir die Verankerung des rechtlichen Rahmens für Berlin wieder, wie es die rot-schwarze Koalition seit 2011 immer wieder tut. Und bevor sich die geschätzte Kollegin Remlinger kurz vor den Wahlen überrumpelt fühlt oder Frau Bentele wieder wie im Ausschuss sagt, das muss man doch erst ein oder anderthalb Jahre diskutieren, bevor man es umsetzt, und Herr Oberg wieder Zustände kriegt, weil nicht alles bleibt, wie es ist und Entwicklung droht. Wie alt sind Sie eigentlich, Herr Oberg? Da sage ich, wir diskutieren seit der vorigen Wahlperiode darüber. Dazu gab es mehrere Anträge und die letzte große Anfrage dieses Hauses. Also, der Worte sind genug gewechselt. Nun lasst uns endlich Taten sehen. Danke schön, Kollegin Kittler.